Willkommen zum Yoga Mindful Flow. Yoga ist die Praxis, den Geist zur Ruhe zu bringen. Das ist ein Abschnitt aus den Yoga-Sutren von Patanjali und genau das ist auch Thema der heutigen Einheit. In den nächsten 30 Minuten erwartet dich also ein ruhiger, achtsamer, ja schon fast meditativer Vinyasa-Flow, um einerseits die Körpermitte zu kräftigen, aber vor allem um Ruhe, Entspannung und ein bisschen mehr Gelassenheit zu finden. Dann lass uns direkt beginnen. Ganz viel Spaß. Wir beginnen in Rückenlage. Finde dafür nach unten auf deine Matte. Komm ins Liegen. Und bring die Füße hier auf die Mattenaußenkanten. Lass die Knie ganz entspannt aufeinander sinken und leg deine Hände schützend auf deinen Bauch. Schließ die Augen und schenk dir diesen Moment, um sowohl physisch als auch mental auf deiner Matte anzukommen. Atme dafür einmal tief durch die Nase ein, füll dich komplett auf und atme klärend durch den geöffneten Mund aus, werde leer. Lass dein Becken schwer in die Matte sinken, die Schulterblätter. Spür den Hinterkopf am Boden. Nimm wahr, wie es dir jetzt und heute geht. Und beginn dann ganz bewusst in deinen Bauch hinein zu atmen. Beobachte, wie sich dabei deine Hände unter der Bauchdecke heben, du hier voll wirst. Und atme dann über die Nase lange wieder aus. Spür, wie die Luft durch die Nase nach außen strömt. Ganz bewusster und tiefer Atem in den Bauch hinein. Und mit der Ausatmung werde wieder vollständig leer. Lass alle Luft nach draußen. Noch zwei tiefe Atemzüge hier, ganz für dich. Und von hier aus leg nun deine Hände auf deine Brust und schick deinen Atem jetzt in die Brust hinein. Werde hier ganz weit mit der Einatmung, weite den Brustkorb und atme durch die Nase ganz lange wieder aus. Werde vollständig leer. Tief in dein Herz hineinatmen, in die Brust. Lange durch die Nase ausatmen, schließ dabei die Rippen. Zwei, drei Atemzüge wieder hier, ganz für dich, in Stille. Sehr schön, dann zieh die Knie zu dir ran, umarm dich, bieg dich sanft von rechts nach links über deinen Rücken, auch gerne in kreisenden Bewegungen, ganz genüsslich. Und setz dir hier eine Intention für deine heutige Yoga-Praxis, deinen Mindful Flow. Was möchtest du heute nähren? Vielleicht ist es mehr Gelassenheit, mehr Erdung, was auch immer dir hier spontan in den Sinn kommt. Setz dir hier deine Intention. Atme nochmal tief durch die Nase ein.
klärend durch den Mund aus. Lass alles Alte los. Und stell die Füße auf, hüftweit auseinander, ganz dicht an deinem Gesäß. Und bring die Arme links und rechts an deine Seiten, die Handflächen schauen nach unten. Schieb die Fersen in den Boden hinein. Und mit der nächsten Einatmung heb dein Becken nach oben an. Die Arme folgen, erst nach oben, dann lang über den Kopf zurück. Und ausatmen, senk Arme und Becken gleichzeitig wieder nach unten auf die Matte ab. Ganz kontrolliert und achtsam. Noch zweimal so, atme ein, heb dein Becken nach oben. Die Arme folgen. Und ausatmen, langsam wieder nach unten absenken, Wirbel für Wirbel. Letztes Mal einatmen, heb erst dein Becken, dann auch die Arme ganz lang über den Kopf, schieb die Knie dabei nach vorn. Ausatmen, senk langsam wieder nach unten ab, Arme und Becken gleichzeitig. Und zieh die Knie nochmal zu dir ran, greif in die Kniekehlen. Und beginn dich hier vor und zurück zu rollen über den Rücken ein bisschen aufwecken. Beim nächsten Mal nimm etwas mehr Schwung, um dann nach vorn in den Schneidersitz zu kommen. Zieh dein Sitzfleisch nach hinten raus, um hier leichter aufrecht sitzen zu können. Ich drehe mich kurz zu dir, damit du mich besser siehst. Mit der Einatmung heb die Arme weit über die Seiten nach oben, finde dabei Länge. Mit der Ausatmung dreh dich auf nach rechts in einen Twist, linke Hand am rechten Knie, rechte Hand hinter dir. Lass dein Becken in den Boden sinken, finde Länge über die Kopfkrone nach oben und dreh dich mit dieser Länge sanft weiter auf nach rechts. Mit der Einatmung komm zur Mitte, heb nochmal die Arme weit nach oben. Ausatmen, öffne dich jetzt zur linken Seite, rechte Hand am linken Knie, linke Hand hinter dir. Auch hier wachs über deine Scheitelkrone hoch Richtung Decke, um dich dann aus dieser Länge heraus sanft weiter aufzudrehen. Mit der Einatmung komm zur Mitte, heb nochmal die Arme ganz weit nach oben und ausatmen, senk die Hände über dein Herz nach unten ab, bring die Hände vor dich zur Matte und finde in den Vierfüßlerstand. Spreiz die Finger weit auf und dann dreh hier die Ellbeugen mehr nach vorn. Mit der Einatmung senk die Brust nach unten ab. Roll nach vorn, Katze, Kuh. Ausatmen, schieb dich in den Katzenbuckel vom Boden weg, lass den Kopf hängen. Noch einmal so, atme ein, roll genüsslich nach vorn, öffne die Schlüsselbeine. Ausatmen, schieb dich ein letztes Mal in den Buckel, spann den Rücken auf. Finde zurück, gerader Rücken. Dreh die Ellbeugen nochmal mehr nach vorn. Die Zehen umgeklappt und saug den Nabel nach innen ein. Schieb den Po zu den Fersen zurück und heb dann langsam die Knie nach oben an. Streck die Beine mehr und mehr durch, komm in den herabschauenden Hund, Adho Mukha Svanasana. Beginn hier auf der Stelle zu laufen. Schieb abwechselnd die eine Ferse, die andere Ferse in die Matte. Wenn der Ujjayi-Atem Teil deiner Praxis ist, vereng die Stimmritze, sodass dein Atem wie ein sanftes Meeresrauschen klingt. Ansonsten behalte einfach einen tiefen und bewussten Atem.
Nimm wahr, wie sich der herabschauende Hund heute für dich anfühlt. Auch wenn du vielleicht schon hunderte herabschauende Hunde gemacht hast, nimm wahr. Spür die Handflächen auf der Matte, die Streckung der Wirbelsäule. Genieß hier einen Moment der Stille im herabschauenden Hund. Mit der Einatmung schieb dich nach vorn in die Plank-Yogi-Liegestütz und bring die Schultern über die Hände. Halte hier. Schieb die Fersen nach hinten, dein Herz nach vorn. Atme ein hier und ausatmen, beug gleich die Knie, schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Von hier aus tritt vor zu den Händen, mach einen großen Schritt. Komm in die halbe Vorbeuge, lange Seiten, atme dabei ein. Ausatmen, lass dich hängen, Uttanasana, ganze Vorbeuge. Mit der Einatmung richte dich auf, heb die Arme nach oben. Ausatmen, bring die Hände vor dein Herz ins Anjali Mudra. Schließ die Augen. Ruf dir hier nochmal die Intention, die du dir anfangs der Einheit gesetzt hast, in Erinnerung, um sie Teil deiner Praxis werden zu lassen. Und schenk dir ein kleines Lächeln. Öffne die Augen, atme ein, heb die Arme weit über die Seiten nach oben, mach dich ganz lang. Ausatmen, Falte nach vorn, ganze Vorbeuge, Uttanasana. Halbe Vorbeuge, atme ein und Austritt in die Plank zurück, Yogi-Liegestütz. Halte hier mit der Einatmung, mach den Bauch fest. Aus, senk über Knie, Brust und Kinn nach unten auf die Matte ab. Einatmen, schlängel dich nach vorne durch, kleine Kobra. Und ausatmen, komm auf deinem Weg zurück in den herabschauenden Hund, in einem Atemzug. Schieb hier etwas mehr die Fingerspitzen in die Matte hinein. Dreh die Ellbeugen wieder mehr nach vorn. Vielleicht möchtest du etwas die Arme anbeugen, den Trizeps nach außen schauen lassen. Schau, was sich verändert in deinen Schultern. Lass dem Nacken mehr Platz. Und dann tritt wieder nach vorn, mach einen großen Schritt. Halbe Vorbeuge, einatmen. Ausatmen, ganze, gib nach. Richte dich auf, heb die Arme mit der Einatmung, Urdhva Hastasana. Aus, Anjali Mudra, Hände vors Herz. Noch zwei Runden so im Sonnengruß A, Surya Namaskar A. Heb die Arme mit der Einatmung, Blick folgt den Daumen. Aus, Vorbeuge, Uttanasana, verbinde den Atem mit der Bewegung. Halbe Vorbeuge ein. Aus, tritt in die Plank, zurück, Yogi-Liegestütz. Schieb dich mit der Einatmung mehr vom Boden weg. Aus, leg halb oder ganz nach unten auf die Matte ab. Erde die Fußrücken, atme ein, Kobra oder aufschauender Hund. Und aus, herabschauender Hund, schieb dich zurück. Tiefer und bewusster Atem. Schieb dein Becken lang nach hinten und oben raus. Verlänger so nochmal den Bereich in deinem unteren Rücken. Die Knie gern mehr gebeugt, Fersen in der Luft. Atme tief ein. Lösen durch den Mund aus. Tritt nach vorn mit der Einatmung. Komm in eine halbe Vorbeuge, lange Seiten.
Ausatmen, ganze Vorbeuge, Uttanasana. Richte dich auf, heb die Arme nach oben. Aus, bring die Hände vor dein Herz, Anjali Mudra. Letzte Runde, Moving Meditation, du weißt, was kommt. Heb die Arme mit der Einatmung. Aus, Vorbeuge, falte vor, Uttanasana. Halbe Vorbeuge, lass dein Herz nach vorn schauen. Aus, Plank, tritt zurück. Spüre nochmal in die Stabilität rein, schieb dich vom Boden weg mit der Einatmung. Aus, dein Weg nach unten, halbes oder ganzes Chaturanga, Cobra oder Updog. Und aus, herabschauender Hund, schieb dich nach hinten. Adho Mukha Svanasana. Atme hier nochmal tief ein. Lange durch den Mund aus. Tief einatmen. Klärend durch den Mund aus. Sehr schön. Tritt nach vorn zu den Händen. Halbe Vorbeuge. Mach die Seiten nochmal lang. Aus, ganze Vorbeuge. Lass dich hängen. Richte dich auf, heb die Arme, mach dich hier nochmal ganz groß, finde Länge. Und aus, Anjali Mudra, bring die Handflächen vor deinem Herzen aneinander. Sehr schön, schließ die Augen. Und spür hier für einen Moment nach. Schau, welche Wirkung diese Reihe an sich wiederholenden Bewegungen in den Sonnengrüßen, diese Moving Meditation auf deinen Körper, deinen Geist, deinen Atem haben. Spür den Boden unter deinen Fußflächen, um dann aus dieser Erdung heraus über die Beine, die Wirbelsäule nach oben zu wachsen. Schieb die Kopfkrone Richtung Decke. Root to rise. Erde dich, um zu wachsen. Denk an deine Intention. Schenk dir nochmal ein kleines Lächeln. Und öffne langsam deine Augen. Wander die Füße jetzt weiter nach außen, auf die matten Außenkanten. Ich drehe mich hier kurz zu dir, damit du mich besser siehst. Die Zehen schauen nach außen. Und dann setz dich hier tief nach unten in dein Malasana, Yogi Squat, optional mit dem Becken auf einem Yoga-Klotz. Leg die Handflächen vor dir zusammen und schieb mit den Ellbogen die Knie zu den Seiten. Lifte dich hier kurz raus aus deinem Malasana, finde Länge im Rücken, um dich dann mit dieser Länge wieder tief nach unten reinzusetzen. Schließ hier gern die Augen. Atme tief durch die Nase ein. Lösen durch den geöffneten Mund aus. Lass alles los, was in dir keinen Platz hat. Bring die Hände hinter dich zur Matte, dein Gesäß zum Boden und finde dann ins Boot Navasana. Heb die Beine nach oben an, Schienbeine parallel zur Matte, Hände in den Kniekehlen. Roll die Schultern zurück, heb dein Herz an, mach die Brust ganz stolz, den Rücken lang. Lass die Hände entweder in den Schienbeinen oder streck die Arme an den Seiten lang nach vorn. Wenn dir das zu langweilig ist, streck die Beine durch. Schau, was du heute brauchst, was sich gut anfühlt. Ganz ohne Ego, mindful flow, achtsame Praxis. Bleib hier für 3 Atemzüge. Die Voraussetzung für einen starken Geist ist ein starker Körper.
Mach den Bauch fester, atme nochmal tief ein. Ausatmen, löse auf. Bring die Füße zur Matte. Leg die Unterarme auf die Knie, die Stirn auf die Unterarme. Spür hier für einen Moment nach. Entspann den Rücken. Heb wieder den Blick, richte dich auf. Und für den sitzenden Schmetterling, Baddha Konasana, bring die Fußflächen vor dir aneinander. Die Füße müssen auch gar nicht so dicht bei dir sein, lass hier ruhig ein bisschen Abstand. Und greif dir die Fußgelenke, schieb dein Herz nach vorn, richte dich auf, schaff dir ganz viel Weite in deiner Brust. Mit der Ausatmung lehn dich mit Länge nach vorn und finde deinen tiefsten Punkt. Ganz egal, wo dieser Punkt ist, schau, was sich gut anfühlt. Und lass die Arme dann entspannt hängen, den oberen Rücken rund werden, den Kopf schwer werden. Und schließ die Augen. Ohne den Druck, hier irgendwas erreichen zu müssen, sondern erlaube dir, das hier und jetzt einfach anzunehmen und zu genießen. Entspann die Hände und Finger und gib mit jeder Ausatmung mehr und mehr ab. Lass die Schwerkraft hier alle Arbeit übernehmen. Langsam richte dich wieder nach oben auf. Leg die Hände außen an die Knie. Schließ so vorsichtig die Knie, die Beine. Und bring die Hände hinter dich zur Matte und beweg die Knie windmühlenartig von links nach rechts. Ganz genüsslich, um den unteren Rücken aufzulockern. Pendel dich wieder ein und greif in die Kniekehlen, roll dich Wirbel für Wirbel langsam nach unten auf die Matte ab. Zieh die Knie zu dir ran, umarm dich und bleib entweder hier, schenk dir eine genüssliche Massage für den unteren Rücken mit kreisenden Bewegungen. Oder mach das, was du noch brauchst, um deine Praxis vor dem Shavasana für dich zu beenden. Vielleicht ein Happy Baby, vielleicht ein Schulterstand. 3 tiefe Atemzüge in deiner Variante, ganz für dich. Langsam löse auf. Zieh die Knie nochmal zu dir. Umarm dich. Mach dich hier zu einem ganz kleinen, festen Päckchen. Spann hier nochmal alles an. Atme hier tief, tief ein. Halte den Atem. Mach dich nochmal fester, nochmal kleiner. Atme nochmal ein. Halte, halte. Und ausatmen, löse auf, streck ein Bein nach dem anderen lang nach vorne aus, mach's dir gemütlich. Und auch wenn es sehr verlockend ist,
vor dem Bildschirm Shavasana zu überspringen, schenk dir die letzten 1 bis 2 Minuten in der wichtigsten Asana unserer gesamten Praxis, deinem Shavasana. Richte dich gut ein, löse Ober- und Unterkiefer voneinander und entspann den Punkt zwischen den Augenbrauen, dein drittes Auge. Entspann Hände und Finger. Und dann atme hier nochmal tief durch die Nase ein. Lange und lösend durch den Mund aus. Und lass dabei die Schulterblätter, dein Herz, weich und schwer in den Boden unter dir hineinsinken. Shavasana. Atme tief durch die Nase ein, lange durch den Mund aus, tief ein, lösend aus, beweg die Finger, Hände und Füße, streck die Arme ganz lang über den Kopf. Und stell die Füße auf und roll dich über die rechte Seite nach oben auf. Komm in den Schneidersitz. Lass uns die Einheit hier gemeinsam beenden. Leg die Handflächen vor deinem Herzen aneinander ins Anjali Mudra. Spür hier für einen Moment einfach nur nach. Nimm wahr, wie sich dein Körper anfühlt, wie es dir jetzt gerade geht. Und vielleicht spürst du etwas mehr von dem, was du dir als Intention für die heutige Praxis gesetzt hast. Vielleicht mehr Ruhe, Gelassenheit, Kraft oder Erdung. Vielleicht fühlst du dich auch einfach nur ein bisschen entspannter. Schenk dir ein Lächeln. Als Dankeschön an dich für deine Praxis heute. Atme nochmal tief durch die Nase ein. Lösen durch den Mund aus. Bring die Daumen an den Punkt zwischen den Augenbrauen für klare Gedanken, an die Lippen für ehrliche Worte und vor dein Herz. Möge dein Herz dich stets leiten. Vielen Dank
fürs Mitmachen, dafür, dass ich heute Teil deiner Praxis sein durfte. Und wenn du möchtest, dann teil deine Intention gern in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal auf der Yogamatte. Mach's gut!